Was fehlt, ist eine Langzeitstrategie unserer Politik im Bund und im Land. Wir hangeln uns von einem Lockdown zum anderen Lockdown. Was wir bei allen Beschlüssen immer vergessen ist, dass wir nicht alle Folgen aus Beschlüssen mit Geld lösen können. Die Belastung für die Wirtschaft ist gewaltig. Nicht nur im Moment, sondern die Zeit danach wird wohl die härteste Zeit werden. Dass die Wirtschaft dann wirklich von 0 auf 100 wieder zu altem Glanz erstrahlen wird, das ist kaum zu glauben. Was in der Wirtschaft bleiben wird, ist ein verschuldeter Mittelstand, der über Jahre Gelder an den Staat zurückbezahlen soll, dessen Ursache er nicht schuldig ist. Das wird sicherlich in der Zukunft noch zu vielen Prozessen führen, denn man kann nicht einer Branche Geld schenken und anderen Branchen die finanzielle Hilfe als Darlehen geben. All das Geld, was zurückbezahlt werden muss in der Zukunft, fehlt dann sicherlich im Mittelstand auch für Investitionen in Forschung und Personal. Das kann nicht der Sinn staatlicher Politik sein. Darüber wird man noch viele Diskussionen führen müssen.